So, ich hoffe, alles ist an. Ja. Herzlich willkommen zu den Joint Dota Masters 15 Grand Final zwischen der Rebellenallianz und dem Imperium. Mit mir dabei ist Struck. Hallo Struck. Und Felix macht Statsman. Deshalb wird er jetzt nicht antworten. Ja, guten Damen. Abend. Tja, außerdem, ich weiß nicht, ob du davon mehr weißt. Wir können erstmal mit ein bisschen Gossip anfangen. Nikva bei Alliance. Nikva ist nicht Meinatz. Ich lasse auch alle My Nuts are on fire Jokes. Aber John Dota meint, Nikva, oder John Dota sagt, dass Kelly gesagt hat, dass Nikva, also dass das neue Lineup ist. Aber auf anderen Seiten habe ich gehört, dass Nikva nur in diesem Tournament My Nuts ersetzen wird. Hast du irgendeinen Plan, ob Nikva jetzt dabei bleiben wird oder ob My Nuts wiederkommen wird? Weiß ich nicht so genau. So, meine Lieblingswebseite zum Nachschauen ist ja immer noch Team Liquid. Und auf Team Liquid ist er noch nicht gelistet, also... Okay. Das ist ein guter Punkt. Hm. Aber jo. Na gut. Hast du irgendwie eine Ahnung? Nein. Okay, wir kommen zum Wetter. Von der Gröben. Zum Wetter. Ja, zum Wetter. Extra wir haben beim Wetter nicht mitspielen. Genau. Und wir haben nicht so viel Lightning Balls rumfliegen. Außerdem haben wir keine großen... Polaritätsumwandlungen durch Stürme und wir haben keine fliegenden Äxte, was auch ganz wichtig ist. Aber Leute, die, komische Leute mit so einem Reinschwertern, die durch die Gegend springen. Ja, immerhin. Ja, Juggernaut First Pick, nichts Besonderes. Wisp rausgebannt, Team Empire. Alliance, was ich als den großen Punkt sehe, ist, dass Chen noch drin ist. Wir werden sehen. Das Best of Five kann auch viel passieren, aber irgendwann wird, glaube ich, Team Empire anfangen müssen, Chen rauszubannen. Oder sie müssen jetzt irgendwie zwei Picks machen, die ja, Chen-proof sind. Witch Doctor vielleicht oder sowas. Ja. Aber Alliance, bekannt dafür, Chen zu spielen. Schon immer, auch in TA3. Hat sich nichts daran geändert. Und in diesem Tournament. Jedes Mal. Und sie gehen damit jedes Mal ab. Deshalb halt, weiß ich nicht. Die Empire wissen das halt. Von daher werden sie vielleicht das erste Mal noch ausloten, wie das aussehen wird. Und sobald irgendwie Chen reinkommt, sie das erste Mal gegen Chen verlieren, werden sie ihn halt bannen. Ja. Ist halt noch viel los. Ich meine... Wenn mindestens drei Games hier sehen. Mit Ancient Aberration ist aber schon der erste schöne Held gepickt, der halt auch Anti-Chen sein kann, von daher. Ich glaube, Team Empire wollen es einfach nur Alliance gerade mit den zwei Picks so hart wie möglich machen, um Chen zu picken. Ja, da gehe ich auch von aus. Einfach möglichst hart machen, damit sie den Bann dafür nicht opfern müssen. Das Problem, was halt sein könnte, ist zum einen Jugger First mit der Healing Ward. Ist halt schon doch eine ziemlich gute Voraussetzung für ein Push-Lineup. Und Ancient Aberration Ice Blast kommt irgendwann mal rein, aber wenn sie halt pushen und den dodgen oder sowas, dann weiß ich nicht. Und sie halt mit Creeps einfach pushen und dann den Ice Blast dodgen, dann könnten sie ja trotzdem noch ein Push-Lineup spielen. Mit Doom wird das schon weniger, auch mit dem Devourer Creeps wegnehmen. Aber das ist schon ziemlich gute Konters gegen Chen und Chen ist noch nicht mehr drin. Chen ist noch nicht mehr gepickt. Ja. Naja, mal schauen, ob Loda hier das... Ob Yoda das hier picken wird. Also müssen wir uns jetzt Namen für den Rest ausdenken, oder? Ja, eigentlich schon. Vom Aussehen her vielleicht. Weiß nicht, Pike hat was vom frühen Anakin. Also ist im Prinzip dann halt Darth Vader, außerdem mit dem Schwarz-Weiß-Logo-Profil hier. Ja. Wahrscheinlich Darth Vader machen. EGM? Ne, EGM macht den Imperator. Wegen seiner Kapuze. Aber ist doch Alliance. Kann den Imperator nicht machen. Verdammt, aber es passt so gut. Okay, ja, dann eben den frühen Anakin und wir wechseln mal so durch. Naja, okay, das ist einfach Luke. Okay. Admiral Akbar, ja, Bulldogs leider nicht dabei, das wäre perfekte Admiral Akbar. Ja, aber ich würde sagen, Illidan hat schon ein bisschen was vom frühen Imperator. Ein bisschen Paladin. Ja, würde ich auch zustimmen. Und auch mit dem Anti-Mage früh und, also, Anti-Mage mit der Kutte. Das könnte schon passen. Weiß es nicht. Vielleicht... Nee, Resolution vielleicht noch als Darth Vader, einfach weil er so präsent ist. Beim Jokey als Ex-Spieler ist dann irgendwie so ein... Keine Ahnung. Ein 80-80. Nein, irgendwie so ein komisches... Beast. Ja, er ist Jabba einfach. Jokey ist Jabba. Jabba tot. Warum auch immer. Das Problem ist, ich weiß leider nicht, wie die beiden anderen. Always Wanna Fly ist Boba Fett, das stimmt. Fliegt die ganze Zeit rum mit seinem Jetpad.
Jetzt wird's schwieriger. Ich weiß nicht, Aloha Dance. Dancen. Gut, Boba Fett kann ganz gut tanzen, ne? Das gibt's ja auch einige Videos zu. Aber es ist meistens Robot Chicken. Egal. Also, sind wir nicht ganz sicher. Ja, der Venge-Pick mal wieder von Alliance. Ja, super jetzt interessant. Das dritte Game in Folge. Ich glaube, Alliance will die Venge auch nicht abgeben. Nee, außerdem ist er auch gut gegen Doom. Und vielleicht gegen Coldfeed sogar noch sowas. Ist halt auch ein guter Pick. Wird so Doom per direkt rausgeswappt, weggelaufen. Ja. Und dann halt entweder disengagen oder halt ohne den Doom-Target weitermachen. Ist schon hier auch ein guter Pick. Definitiv. Medusa raus, Slark raus. Medusa bin ich mir nicht ganz sicher, aber mit Slark auf jeden Fall. Bootmother habe ich in letzter Zeit auch eher selten gesehen, dass sie gebannt wird. Ja. Ah, Bans öfters, aber tatsächlich spielen seltener und hat auch erfolgreich spielen seltener. Hab halt nur mal Sexy Bamboo Broodmother gesehen, die einzige, die gut funktioniert hat. Die letzte war halt auch mal eine Broodmother gesehen, aber die halt nicht funktioniert hat. Die useless war. Nicht so useless wie Phoenix, aber useless. Und der Nick war Nature's Prophet Ban. Tja, kein Red. Ja, allgemein, Nature's Prophet gegen Alliance Ban ist sehr bekannt. Ja. Hm. Einfach nur so, okay, ich hab nichts mehr übrig, na, dann picken wir einfach so einen Signature Hero dagegen. Bann, so. Rubik. Ja, ich habe keine Ahnung, warum der jetzt schon drin ist. Oh! Ich sag mal, was Proud. Draw, weiß nicht, mit Venge zusammen. Ja, Witzic würde ganz. Ja, keine Ahnung. Draw wahrscheinlich. Oh, das ist schon ein schönes Push-Line-Up, ein sehr schönes. Ja. Gut, der Healing Ward ist dann nicht mehr so wichtig, weil die Birds wenige Heal vom Healing Ward, ja, wahrscheinlich schon, aber das ist ja nicht der Punkt bei den Birds. Der Damage kommt ja daraus nicht wieder. Aber trotzdem Draw. Und Brewmaster ist ein ziemlich guter Pick dagegen. Gegen Draw kommt er dran, ist Magic Immune durch den, gegen den Gast, kann halt hinblinken, klappen. Ja, wenn er nicht in den Gast hineinspringt und dann ja. Gesilenced wird. Stimmt, ist ein bisschen doof. Auch schon öfter gesehen, so, ah, schade. Jetzt sterbe ich doch. Mhm. Gibt es nichts Schlimmeres. Aber, naja, wenn er ein bisschen aufpasst. Wir sind halt wesentlich reaktionskritischer, okay, Visage kam. Wesentlich reaktionsfreudiger als der Rest sonst so. Denn, weiß nicht, ich habe halt schon sehr gute Blink-Reactions, von daher glaube ich nicht, dass hier Brewmaster, wahrscheinlich Resolution, da in den Gast reinblinkt. Weil die Animation siehst du. Ja. Hm. Also, noch ein Bann von Alliance, noch zwei Picks und immer noch die Frage, ja, wer die drei Helden sind hier. Wir haben Ake Nikwa und EGM noch, die ich nicht ganz in die Allianz einfügen kann. Ich kenne halt Nikwa nicht. Nikwa ist, glaube ich, jung oder so irgendwas, habe ich da gehört. Naja, könnte es, weiß nicht, könnte es R2-D2 sein, einfach nur, weil er klein ist. Ake und EGM. EGM mit der Kutte. Puh. EGM mit der Kutte, das muss doch hier Dings sein. Wie heißt der alte? Ja, genau. Obi-Wan. Der alte Obi-Wan. Obi-Wan. Ja, Obi-Wan EGM und dann Ake, keine Ahnung. Ake kann einfach nur irgendein. Ja, Han Solo, weil er gut aussieht oder so. Genau, das ist auf Han Solo. Auf Han Solo, ja. Ake auf Chen, Schutz First, nee. Ja, wir haben alles. Ausgezeichnet. Jetzt muss sich das nur jeder merken und dann müssen wir die richtigen Namen im Spiel benutzen. Und niemand kommt mehr klar. Okay, lassen wir das. Professionalism. Guys, Professionalism. Phantom Assassin. Ja, okay. PA ohne Setup, aber dafür halt ganz gut gegen Draw. Einfach ranspringen. Ja, allgemein. Ich glaube, das Line-Up von Empire ist super solide. Hm, sehr tanky auch. Und das Line-Up von Alliance ist halt extrem, wie es ausgeführt wird, abhängig von. Ja, stimmt, das ist halt auch das Ding, wenn halt irgendwie. Das Problem ist halt wirklich, wenn Illidan dann halt einfach an Loda reinspringt. Und dann weiß ich nicht, was er tun soll. Weiß nicht, ob er Force Staff baut, ob Shadowblade baut, ob. Weiß nicht. Vorher wegblinken ist halt so eine Sache, ne? Kannst du theoretisch machen, aber wenn er ranspringt, ist das schon der erste Hit raus? Bin ich nicht sicher. Ja. Eigentlich schon, wahrscheinlich. Aber es sieht auch sehr nach der Aggressive Tri-Lane von Alliance aus. Ich wüsste auch nicht wirklich, wie sie es anders lanen sollen. Das Problem ist, Rubik AA und PA ist. Also AA ist halt dagegen. Und das ist halt schon ein ganz guter Trailer.
Aber Visage halt auch. Ist nicht zu unterschätzen, wie viel Schaden Visage macht. Besonders early. Ist halt die Frage auch, wie das Sustain ist. Also, wir haben halt Visage mit viel Mana-Kosten, Venge mit viel Mana-Kosten, AA eigentlich auch und Rubick halt auch. Von daher ist es halt für beide recht even. Und ein Storm als letztes. Also Nick war Storm? Ne, Pike hat Storm, okay. Hm. Und wieder den Offlane Juggernaut. Oder halt oder der Safe Lane. Ja. Oder Safe Lane. Könnten auch durchaus die Draw alleine lassen und mit dem Juggernaut Offlane aggressive gehen, ne? Könnte man auch machen, aber Triple Range ist, glaube ich, noch wesentlich stärker. Ja, besonders wenn der Damage von Range kommt und. Ja, gut, Illidan wird halt direkt ranblinken und wird dann halt gestunt oder sowas. Dann könnte das funktionieren. Hm. Na, mal gespannt. Im Early Game ist Phantom Assassin auch nicht so mega krass mit einfach ranblinken, weil er stirbt einfach weg. Weil es fehlt einfach die Punkte im Blur fehlen. Aber im Early Game kann auch Drow noch am ehesten das aushalten, dass er rangeblinkt wird, weil sie eh keinen Damage hat. Also nicht den Level 6 Damage, den sie dadurch verliert, von daher. Glaube ich, ist im Early Game vielleicht doch die Drow auf der Aggressive Lane ganz viel besser. Aber Doom Offlane wird halt auch gute Zeit haben, gegen Jugger dann Solo. Aber gut, Alliance gegen Empire, Best of 5, Game 1. Auf geht's. Haben wir einen sehr schönen Kurier. Es ist sehr interessant, dass Empire hier diesen Kurier hat, obwohl das eigentlich Yoda ist als Kurier. Das ist die weibliche Yoda, okay. Ist die böse? Weibliches Yoda als böses Yoda, okay. Kann man machen. Na gut. Nein, sie haben Yodas Frau korrumpiert. Böses Imperium. Aber ja. Wird wohl nichts mit Aggressive Trailing, oder? Ja. Wahrscheinlich nicht. Ja, also Jagger hat auch Boots, also wird er wahrscheinlich auf die Offlane gehen. Hm. Na gut. Ja, Fly und Lower Dance übernehmen hier die Supports mit AA und Rubick. Illidan auf der FPA, wer hätte das gedacht? Resolution mit der Brewmaster und Offlane Jokey. Und Alliance, alle zusammen auf einer Stelle. Fump. Aber ja, Nikva mit Boots First sieht mir sehr nach. Ja gut, es könnten auch auf die Trainern gehen, aber dadurch, dass er den Warp bekommen hat, ist es halt eindeutig. Pike hat Mitte, Storm Spirit. Und Loda carryt das Ganze auf der Draw. EGM und Ake dann auf den Supports können halt ganz gut rotaten, was halt vielleicht auch ein Vorteil ist. Und ja, Jokey guckt sich schon mal an, wer sich da die Rune nimmt, aber die Ward zeigt jetzt auch, okay, keine Aggressive Trailing. Passt so. Tja. Mal gespannt. Juggernaut wird ein bisschen geshutdownt werden. Wer hat deiner Meinung nach auf der Trilane da die bessere, also wer hat auf der Offlane die einfache Offlane? Ich würde sagen, keiner von beiden. Okay, gut. Die haben beide eine arschschwere Offlane, also. Ja. Venge, Visage machen halt mega viel Damage. Und Yogi, der wird halt mit seinem Devourer ein paar Creeps holen und ich glaube, das war's. Und für Juggernaut sieht's halt wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer aus, weil er halt keinen Devourer hat. Ja, außerdem halt, aber genau, sieht halt genauso schlimm aus. Wir haben halt Chilling Touch und Rubick wirft ihn halt zurück. Juggernaut kann halt, die kann halt nur nach vorne gehen. Und wenn er halt geliftet wird und zurückgeworfen wird, kann er das irgendwie nicht wieder gut machen. Und der wird halt auch noch geslowed. Und naja, der Spin bricht ihn das halt nicht ab. Resolution zeigt in der Mitte ein bisschen Dominanz gegenüber Pikehead. Einen Clap hat getroffen, ja. Aber jetzt kommt die Dominanz zurück. Bam, bam. Ja, immer schön in Storm Spirit zu gucken. Musician kriegt hier doch ganz gut Damage, aber Bottle ist jetzt auf dem Weg. Scheint doch nicht gesnappt zu werden. Mitte scheint eigentlich am interessantesten zu sein, einfach weil beide low sind. Außerdem kommt für Pikehead die Bottle doch noch nicht. Ist noch ein bisschen weiter hinten, aber natürlich hat er dann den Null-Talisman und kann deshalb aggressiver hier sein. Ja, es gibt ihm halt auch plus 9 Damage, glaube ich. Das ist für Last Hitten sehr gut. Ja, und regt erst Smoke Gank von Empire in die Mitte und Alliance sind ein bisschen spät. Haben jetzt den Pull gemacht, könnten jetzt gehen. Nee. Erstmal diese Rune securen. Und Pikehead sollte jetzt nach oben zur Rune gehen, aber wenn das tut, ist er wahrscheinlich auch tot. Ja, ist knapp. Oben wird halt der Go gemacht auf Jokey. Aber, ja, Pikehead wird wahrscheinlich hier down gehen. Chilling Touch ist groß, versucht, Aloha den noch down zu bekommen. Schafft es aber nicht. First Blood für Resolution. Und auch Jokey läuft halt auch einfach weg von dem
von den zwei Supports, die ihn da nicht aufhalten konnten. Ja, aber Aloha Dance wird jetzt wahrscheinlich noch sterben dafür. Oh, oh ja, Nick war da. Ja, hat sich aber selbst geblockt mit den eigenen Lilus. Ah, es ist bitter. Kommt wohl niemand ran. Ah, aber da kommt der Otto. Da kommt der Support einfach, um den Kill abzuholen. Was? Ja. Nein, Pikert. Oh, Fails von Alliance. Bitter gelaufen. Aber eventuell was von der Flyer. Nee, ist da doch niemand in der Mitte. Kria hat die Bottle abgelegt in der Mitte. Kann jetzt die Pikert sich eine Bottle holen. Ja, ein bisschen Fails. Aber immerhin nur der First Platz, ist nur so. Ja. Ansonsten, Joki hat sich dazu entschieden, doch in den Wald zu gehen. Ist schön ausfarmen für ihn. Das Problem ist halt, Nikva kann es nicht tun. Ja. Also ja, kann es technisch schon machen mit der Healing Ward und so. Aber da braucht er noch ein paar Level dafür. Und ja, ist halt so. Wobei jetzt eine Doppel Creep Wave da unterm Tower kommt, ist halt dann ganz gut hochgepusht. Naja, kann er sich jetzt erstmal. Oder? Sieht das hier nicht? Doch, sieht doch hier doppelte Creep Wave. Okay, dreht wieder um. Geht doch hin und her. Tja. Ja, ansonsten gar nicht mal so viel los. Am meisten los immer noch in der Mitte. Meistens ist los in der Mitte, ja. Aber die Rotations sind jetzt rum. Mal schauen, wie viele da noch kommen werden. Trotzdem halt auf spätestens Level 6. Aber auch schön, die Alliance-Stacks, die sie hier kommen. Ja. Triples, Double-Stack hier, Triple... Double-Stack da, Double-Stack da. Alles gut dabei. Aber Dominanz. Empire versucht den Tower zu pushen. Sehr weite Dives hier. Und jetzt muss gespinnt werden, ja. Von Aloha Dance kam das. Der Lift gerade nicht raus. Die große Creep Wave wird auch schon benutzt, um einen heftigen Damage zu machen. Und eventuell sogar noch mehr. Denn die Creeps sind da, das Katapult ist da. Drei Range Creeps. Ja. Schön gemacht. Sieht nicht gut für den Tower aus. Sieht nicht gut für den Tower aus, genau. Fortify kommt noch raus, braucht Juggernaut, kann hier nichts machen. GM kommt tatsächlich von hinten. Vielleicht keine gute Idee, aber Wards sind nicht da. Dreht auch direkt um. Ja. Aber ist nichts zu machen. 4 Minuten 50, erster Tower für Empire. Stark. Ja. Ja. Kann man irgendwie nicht so viel zu sagen. Ja, genau, so haben wir den Tor reingepusht und das war's. Level 6, aber jetzt kommt auf Resolution Level 6 raus. Auf Pack ist aber auch Level 6 raus und halt nehmen wir es Rune. Daher vielleicht da eher nicht, aber auf der Top-Lane, Nikva. Kriegt ihr den Kill, Healing Ward, na, ist zu spät rausgekommen. Hätte vielleicht übernehmen können, aber sehr tiefe Ganks. Der ist sehr tiefe Dives so rum. Ja, auch kein TP von der Visage. Nö. Ich werde warten, bis es online kommt halt. Joe ist natürlich. Kommt jetzt halt langsam online, Level 6 ist da, der Damage ist da, von daher kommt jetzt hier auch der Push. Ja. Auch einiges an Damage, klar. Da kommt der Push easy. Ja, es ist ein bisschen einfacher, da muss man halt nicht so viele Offlaner abhalten. Resolution hat hier, wird hier gefunden und schöne Snipes hier. Hat die Rune geholt, die Frage ist, ob es worth it war. Wahrscheinlich für den Damage of Resolution und dass es nicht hochbotteln kann, schon. Aber musst du halt quasi die komplette Bottle an Mana benutzen und noch mehr. Musst du holen, ja, viel um eine Regen. Direkt. Oh, das ist gut. Das freut doch einen Pikert. Den Storm und ja, Empire hat es nicht gesehen. Sonst wären sie hier wahrscheinlich um Resolution rum. Das ist die Frage ist trotzdem, ob der Damage da ist halt. Muss jetzt hier Bottle Crown. Schön wieder aufgepickt. Wohlgelegen Piker direkt nach vorne. Mal zu gucken, ob man die nicht vielleicht hitten kann. Ja, oder einfach aufheben. Ja, jetzt kommt hier der Zip. Jetzt kommt der Zip. Nein. Hat tatsächlich keinen Mana hier. Ah doch, 10 Six Charges. Ist also genug. Potenzielles Mana vorhanden hierfür. Mit der Rack-Rune kann er halt noch ein bisschen Damage machen. Pekka sollte hier erstmal sicher sein. Und Resolution muss hier sehr defensiv spielen. Sonst wird das nichts. Und es waren. Ja, Loda und Illidan farmen exakt gleich. Beide 44 Last jetzt.
bin ich nah an der 100% dran. Ja, ja, und Pikert kommt hier rüber mit der Regeneration Rune, aber aggressiver früher Ward hierhin. Daher nichts zu tun. Und kriegt dann auch noch die genau. Reck abgebrochen. Ganz gemein. Ja, nicht mitgerechnet, sonst wäre wahrscheinlich einfach gedodged. Ja. Jetzt haben sie auch Alola Dance hochgeschickt, um einfach ein bisschen XP zu snipen. Ja, die Frage ist, wie doll der Rubik das überlebt. Aber gut, kann halt nur geslowt werden, ne? Kann halt nicht irgendwie out of position kommen. Und daher kann er hier schon ganz gut die XP holen. Ja, besonders jetzt, wo Loda in den Wald geht, so wie es aussieht, mit der Morbid Mask. Ja, okay, heute ist jetzt erstmal die Stacks natürlich. Ist ein ganz gutes Lineup natürlich für Alliance einfach, weil Pikert kann halt eigentlich nicht von Resolution Solo gekillt werden. Geht halt nicht. Zippt halt raus, während des Sippen ist sein Magie-Moon, alles. Oh, und Alola Dance ist tot. Ja, ist ziemlich weit vorne. Ja, ist tot. Also er muss halt TPen und jetzt kommt der Zip. Ja. Hat es doch knapper gemacht, als ich gedacht hätte, aber ja. Das war sehr nah knapp dran, aber ja. Der Long-Range-Zip hat's geregelt. Der Long-Range-Zip, ja. Genau unter einem Ward-TP'd, ne? Seit hat halt schön sich hier hinter gesneakt, damit er halt von vorne nicht sichtbar ist, aber genau die Ward-TP'd ist halt so, meh. Halt, wenn er halt ein bisschen weiter hinten hier das gemacht hätte, wäre er hätte sogar das überlebt, weil er halt der Zip nicht gereicht hätte. Aber gut. Ja. Pech, kann man nicht wissen. Und in der Mitte betteln sich jetzt die Supports an. Tja, Nikva ist sehr, sehr arm, muss man einfach sagen. Und Doom ist jetzt mit 32 Last Sits ganz gut im Wald unterwegs. Sieht nach Midas aus. Wie es halt so ist bei Dooms. Dann wird er auch okay sein. Ist auch der Held, der besser im Wald farmen kann. Definitiv von den beiden. Außerdem, weil sie halt jetzt Loda die Infusion geben wollen mit der Mask of Madness und so. Halt frühen Damage, früh fighten für die Draw. Und einfach, sie braucht jetzt die Stacks. Ja. Nikva kommt jetzt gerade natürlich auf der Lane ganz gut klar, erstmal. Aber die Frage ist halt auch noch, ob er dann ihn irgendwann solo killen kann. Aber es hat auch nicht Level 6, es ist... Mit dem Juggernaut können sie gerade irgendwie nicht wirklich was anfangen. Ja, ist aber auch sehr interessant. Gefunden. Ah, daneben. Kommen zu Peace-Supports? Keinerlei, okay. Das heißt, sie lassen Loda einfach sterben. Gegen die 4 ist halt auch schwierig, was dagegen zu tun. Wichtiger Kill. Und gerade die Ward ausgelaufen hier unten. Und jetzt werden noch die Stacks abgeholt hier. Bitter für Lines. Aber immerhin finden sie genauso auf der anderen Seite halt auch Illidan. Und Pikert hat viel Mana, aber will es anscheinend doch nicht tun hier. Denkt, dass die Rotations kommen. Haben sie auch, aber wahrscheinlich zu spät. Ja, wäre es aber trotzdem halt worth it, wenn sie das traden könnten. Carry für Carry. Jetzt hat ein bisschen was abgegeben. Und Zip für Lower Dance. Oh, oh. Hat mit 700 Mana mit dem Mana Boots auch schon ganz gut, eigentlich. Ja, schnell weggesippt und... Oh, Pekka zu weit vorne, Greg gedoomt. Das ist natürlich bitter. Resolution wird aber links jetzt von Loda wahrscheinlich gekillt. Nein. Oh, und hinterher. Hallo, und kriegt den Stun raus. Zip. Ja, ja. Und dodgt hier sogar die Schüsse von Loda. Aber Yogi hat das Schicksal. Leider nicht so gut. Aber Invis-Rune mit Resolution, Double Kill. Bam! Dieser Clap hat sich gelohnt. Double Kill einfach mit der Invis-Rune. Kriegen hier noch einen Omnislash raus. Immerhin, Alolens muss den Zip abgeben. Aber Resolution kommt hier ganz gut raus. 4000 Gold vorne für Empire. 2000 XP. Und das ist nach diesem Fall noch unten drehen. Kommt hier rein, Resolution, okay. Jetzt hat er auch extended. Dann doch ein einfacher Zip. Da läuft ein Pikehead noch genau in den... Genau rein, ja. Aber ansonsten weiterhin ein sehr farmlastiges Game. Kein Team möchte irgendwie seinen Farm aufgeben und Teamfighten. Ja. Und Empire sind halt im Farm halt ganz gut vorne. Und sie finden jetzt Yuki. Ja. Da hatte ich schon ein bisschen rumduken, aber haben halt die Vision gehabt und dann... Aber Loda ist drin. Und Illidan möchte auch nochmal sterben gehen. Ja, sieht nicht so aus, oder? Sieht nicht so aus, ja. Nee, Pikert will damit nichts zu tun haben. Obwohl halt keinerlei Control mehr da wäre. Hätte jetzt eigentlich einen Doppelkill abholen können.
Aber mit den Visage, gestohlenen Visages, Birds, ist das halt auch übel. Jetzt hier Ruby gegen Visage battlen. Der Pycat spielt anscheinend sehr, sehr vorsichtig. Ja, das ist genau der Punkt, ja. Und teilweise ein bisschen übervorsichtig. Also würde ich jetzt sagen. Kann man natürlich immer aus der Spectator-Seite sagen, so, naja, hätte noch 2 cm weiter vorne gehen können, aber. Also auf dem Mitte, dann haben halt nur, eigentlich nur einen Attack von ihm gefehlt. Ein Auto-Check. Ja. Wahrscheinlich war das halt recht. Er hatte noch recht viele Leben gehabt. Und dann kam halt die Soul Assumption. Und damit hatten sie anscheinend. Nee, hat Pike halt nicht gerettet, war nicht angesagt worden oder so. Und dann. War's ja, das vielleicht, da auch. Vielleicht ist Pike halt auch noch nicht so ganz in der Spielweise von Alliance drinne. Nochmal herausfinden. Ich weiß es nicht. Aber man merkt halt sofort, Illidan spielt den Illidan zack rein, egal ob der 3 Gegner sind oder nicht, auch alleine. Ja. Und überlebt es sogar noch. Team wird schon nicht mehr sein, wenn nicht, ist es halt Team schuld. Ja. Sehr aggressiv auf jeden Fall. Jetzt versuchen sie in Roshan zu bekommen. Laufen genau dafür. Nicht die Ward. Ja. Und da kommt der Eisblast schon. Schöner 5. Oh, und Clapper 5. Oh, holy shit. Loda ist schon tot. Crap. Ah, Resolution ist ein bisschen zu früh reingegangen. Doch nicht, wow. Ja, dachte ich halt auch, dass er es down bekommt, aber Pike hat auch schon wieder Zip, Long Range Zip. Und Ancients? Lapp! Nein, nicht! Schade. Und was mit der Fly kriegt die Visage, aber stirbt dafür. 1-1 getradet auch noch. Ja, und Resolution kriegt auch noch einen Juggernaut. Katastrophe für Alliance, um es mal so zu sagen. Ja, 1500 Gold, XP, huiuiui. Holy crap! Na, vorhalt nicht dewarded. Wurde perfekt gesehen. Und dann natürlich da. Vier Heroes auch noch im Ice Blast. Also sie standen ja auch hier schon in der Mitte vorbereitet. Und sind dann halt direkt hingegangen. Und Clap auf 2. Und naja, Ice Blast auf 5 halt, war halt alles wunderbar perfekt. Ja, und Loda geht einfach wieder rein, weil kann er eigentlich auch soloen. Ja, die Ward ist jetzt auch ausgelaufen. Sieht so danach aus. Ja, einfach wieder rein. Okay. Versuchen sie es nochmal. Gepinkt wird es, aber Eisblast kommt zu spät, kommt gar nicht. Und jetzt haben sie sehr, sehr viel dafür bezahlen müssen, dass sie diesen Rohstoff bekommen haben. Schauen wir uns mal langsam den Grafen an. 7500 Net Worth vorne. Huiuiui. Hat auch einen schönen Haken hier gemacht. Ja, mit Grafen müssen wir jetzt auch irgendwie Star Wars Referenzen finden, ne? Das sieht mir ja wie die Oberfläche von Hoth aus. Wait. Oder Coruscant. Nein. Dieser Graf geht hoch wie die Umrechnung des Death Star. Oh Mann. Aber ist wieder zurückgegangen. Ja, ein bisschen. Roshan halt, ne? Das sieht einfach aus wie hier die Star Destroyer. Ach so, ist auch gut. Ist ein bisschen hoch hier im Vergleich, weil Star Destroyer ja doch sehr lange sind, aber ja. Guter Punkt. Hallo, Adams. Okay. Mit dem okay. Zip auf Pycat. Ja, Long Range Zip auf ihn, Long Range Zip zurück. Liefert sich hier schon das Battle. Aber erstmal Stand auf in der Mitte. Haben versucht, in den Tower ranzukommen, aber Lions sind jetzt dahin rotiert und der Punkt ist, dass Sneak verfarmen kann. Und deshalb sagen sich jetzt Empire, okay, kriegen wir gerade Lower End. Einfach selber den Go machen. Joki auch mit dem Blink Dagger hat hier versucht, ranzukommen, aber der Ward ist halt auch da, von daher. Ja, wurde auch direkt danach ausgeklinkt. Okay, ist schon wieder hier mittendrin. Geht jetzt zusammen mit EGM down. Schön rein, Split dafür gemacht, sind nur 2 Supports, aber. Ja, jetzt wollen sie noch Loda haben, aber Loda hat, glaube ich. Nee, nicht rechtzeitig gesehen. Ja, wie Felix schon anmerkt. Ups, apropos Loda. Oh, hat er denn gedodged? Nee, hat er nicht gedodged. Ja, Pike hat versucht jetzt von hinten alle jetzt noch zu holen, aber oh, der liftet ihn sogar noch.
Und wird das aber noch down gehen hier. Zip noch weg, versucht es, aber nein. Gibt hier die Aegis auf. Joki ist da, wird hier direkt auch gedoomt werden, Pikert wahrscheinlich. Aber kann gerade so rechtzeitig wegsippen. Da kommt noch ein DP rein. Na gut. Aber nicht zu viel. Buyback, glaube ich, von Joki, wenn er noch so viel Leben hat. Resolution wird hier wahrscheinlich sogar wegkommen. Und Illidan ist einfach wieder rein. Er kennt keine Gnade. Und Double Crit nacheinander. Ja, ja. Keine Gnade und kein Zurückweichen. Illidan, 18-8 ist es insgesamt jetzt da. Mehr Crits, mehr Crits, mehr Crits. Diven, T3, der C2 steht auch noch. Empire, Mosts. Diven hier ewig. Illidan wird jetzt hier gestunt, aber hat auch bald wieder ein Dings. Kann sogar dem Gush ausweichen hier. Wird geslowt, ja. Hat tatsächlich keinen Blink. Hier, ready. Letzter Hit kommt. Oh, und kommt vielleicht sogar weg. Oh, schöner Swap von EGM gerade so. Mega Killstreak an Visage. Aber. What a dive. 1-2. Zumindest ist in der kürzeren Umgebung. Weiß nicht. Im Nachhinein ist es 4-1. Weiß nicht, wie ist es ausgegangen? Was suchst du dazu? Keine Ahnung. Es ist so viel passiert. Ja, wie es ausgegangen ist, sagt eigentlich relativ gut der Graf. Schlechter für Alliance. Ja. Ja, sie haben halt gedived. Haben jetzt im Endeffekt noch Illidan verloren, aber haben so tief gedived. War das noch ein Buyback? Ja, ne? Ja, Buyback von Nikva. Von Joki. Von Nikva? Joki? Von Nikva. Tja, sieht nicht gut für Alliance aus. 18 Minuten und 12.000 Net Worth. Ja, und nicht kein so Tower bis jetzt von Alliance, obwohl sie eigentlich das Pusher-Line-Up haben. Kein Tower, stimmt, oh Gott. Ja, sieht alles wieder anders aus, wenn man mal auf die Tower guckt. Ah, crap. Naja, ich würde es euch nicht vorenthalten. Wir haben eben leider tatsächlich vergessen, die Rancor-Witze auf Roshan zu machen. Danke, Felix. Die Frage ist halt nur, ob wir dann noch Episode 6 Referenzen machen können und Rancor töten episodenabhängig machen kann. Aber ich glaube, Rancor töten wird dieses Game passieren. Mindestens einmal. Die Frage ist natürlich, ob Luke Skywalker das alleine töten, alleine machen wird. Ist halt die Frage. Wir hatten gesagt, Pikert ist, ja, Pikert, Storms will Solos. Vielleicht im dritten Game, wie gesagt. Vielleicht hat er da einen Helden, der Roshan Solo töten kann. Während Jabba the Hutt zuguckt und Jabba war... War denn bei uns noch Jabba? Joki? Ich glaube schon. Wobei Joki vielleicht jetzt auch als Bounty Hunter Boba Fett aus der Offlane vielleicht das sein könnte. Aber erstmal in der Mitte. Go! Illidan geht rein. Resolution mit dem Split. EGM ist so gut wie down. Kann ihn gerade so Illidan stunnen, aber mehr ist auch nicht zu holen. Die Familie kommt gerade so weg. Trotzdem Double Kill für Rubik. Rubik, der auf dem Weg zu seinem Blick, der ist. Fight Recap sagt positiv, wer hätte es gedacht. Aber halt auch die Supports, obwohl es nur Supports waren, doch recht viel wert hier. Lions versucht jetzt mal mit dem Zip auf Illidan, kommt rein und jetzt kommt der auch nicht schlecht kommen. Aber oh, draus. Oh Gott, Illidan mit dem Place hier. Einfach raus. Versucht ihn zu critten. Aber oh, er schafft es nicht ganz. Zu wenige Crits. Und ja, mit der Double Damage. Weiß ich nicht. Loda. Ja, Yoda versteckt sich in seiner Sumpflandschaft, Baumlandschaft hier. Versucht, dass er wegkommt. Pikert gedoomt. Mal schauen, ob er hier wegkommt. Sollte aber eigentlich passen. Ja, ja. Hat genug Leben hier. Yoda immer noch im Wald. Wie er das so tut. Mal schauen, ob das Imperium in den Wald kommt, um ihn zu killen. Oder ob er ein natürliches Todes von seinem Ancients stirbt. Aber jetzt ist ein TP auf Cooldown. Jetzt kann er wieder irgendwas tun. Trotzdem 21-9 für das Imperium. 14.000 Gold. Und das sieht absolut nicht gut aus. Auch wenn Häuser der Flyer jetzt einfach seine E-Zepter ansetzt und versucht hier wegzukommen. Aber nein. Aber er hat auf jeden Fall den Setup wieder gemacht, dass Nikva hier stirbt. Na, Illidan ist da. Aber kommt nicht ran. Kriegt keine Vision auf ihn, um den Dagger zu werfen. Und er überlebt das tatsächlich. Knappe Sache. So, The Defense. Das Imperium greift den Eisplaneten Hoth an. Wenn die drei AT-ATs hier gegen die gute Verteidigung machen können. Der erste geht down. Luke schnappt sich den ersten AT-AT, indem er eine Charge reinwirft. Geht auch direkt down. Der nächste Zip. Luke versucht sein Bestes in seinem Snowspeeder. Aber er kommt halt einfach nicht ran. Der Rest kann weglaufen. Und bisher sieht es so aus, als ob der
der Rebellenrückzug erfolgreich ist. Aber das Imperium schlägt zurück. Oh, das war nicht mehr geplant. Oh nein, nice, nice. Okay, das Imperium schlägt zurück. Most overused. Okay, ich versuch's nicht zu oft zu machen. Oh Mann. Ich habe gerade zu viel Spaß in diesem Spiel. Ich habe mehr Spaß, als ich haben sollte. Besonders mit meinen eigenen Wortwitzen. Das ist kein gutes Zeichen, glaube ich. 21 zu 11, tja. Immer noch weit hinten, aber bisher können sie es immerhin halten. Und im Late Game, weiß ich nicht, Spawn hat ein paar Items. Yellow Ranger auf dem Manta hilft vielleicht auch. Nicht gegen Doom, aber. Whoops. Pike hat für den nächsten Kill. Luke Skywalker killt Boba Fett. Auf der Bottomlane ist aber sehr weit draußen. Aber ja. Familias sind da, um seinen Rückzug zu sichern. Und auch ein TP, was abgebrochen wurde, kam mal vorbei. Wie sieht's aus? Nichts hat sich verändert. Das Spiel bleibt so, wie es ist. Empire ist weit voraus, aber Alliance halten noch. Oh, es wird auch eigentlich nur schlimmer für Alliance. Also, bald ist halt das BKB auch für Illidan da und dann ist es ihm wahrscheinlich noch viel mehr egal, wo er reinspringt oder nicht. Das stimmt auch. Also im Prinzip ja, irgendwann wird Resolution abfallen, aber das dauert halt irgendwie noch 7 Minuten oder so. Hat jetzt auch bald das BKB fertig. Ich meine, bei A wird es halt noch schlimmer. Ghost Scepter ist da. Von daher ist es erstmal okay. Weiß jetzt nicht, ob er jetzt auf das Arcanims geht. Oder vielleicht um E-Blade. Ja, Rubik, Arcanims ist jetzt auch fertig auf Doom. Stimmt, ja. Von daher. Ich weiß nicht, wofür brauchst du Arcanims hier? Passive disablen? Eigentlich von nichts, oder? Von Drow vielleicht, dass du Drow passiv disablest, sodass sie halt nicht im Doom einfach weiterschießen kann. Ja, und auch einfach, dass das Doom halt nicht ausläuft auf Storm Spirit. Ja, aber hinter Storm Spirit. Ich weiß halt nicht. Das bisschen, was sie da halt gewinnen, dadurch, dass sie halt hinterherlaufen. Ja. Aber Counter Initiate von Empire. Schöner Eisblast, genau wie EGM, der Arme. Geht hier direkt down. Und auch Loda. Ja, ist ziemlich tot. Nevermind, Roshan wird wohl hier für Empire laufen und keine Ahnung. So wie es könnte. Also wenn Alliance das wollen, könnten sie hier ein frühes GG picken, callen. Aber. Oder halt auch einfach wieder zurückkommen. Aber die Grafen und die Items sprechen eine eindeutige Sprache. Definitiv. Ne, vielleicht ein T2 noch rausholen? Na, eher nicht, nein. Müssen hier Base steffen. Haben halt auch keinerlei große Teamfight-Lineups, von daher. Irgendwie so eine 5-Man-AP, 5-Hero-AP oder sowas, um zurückzukommen, ist halt nicht. Ja, Pike kann hin und zurückspringen, hat aber nicht mehr genug Mana, um hin und zurück zu kommen, ne? Ja, das Game wird jetzt vorbei sein. Ja, sieht so nach aus. Ich weiß nicht, Alliance wird hier nochmal fighten, aber. Ja. Ist die Frage, ob sie da reinfighten können überhaupt. Empire gehen tatsächlich zurück. Mal schauen, ob sie direkt wiederkommen. Was ja, wollen das Spiel ein bisschen länger machen. Also ich glaube, sie hätten einfach gegen die 5 fighten können und das Spiel beenden. Glaube ich auch. Wir sind zu weit voraus. Jetzt wahrscheinlich, ja, 20.000 Gold voraus. Tja, das Spiel zieht sich noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es noch so spannend ist. Empire sind sehr weit voraus. Wir können halt mal gucken. Prinzipiell wird der Playmaker halt hauptsächlich Pikard sein, der vielleicht noch ein paar Pickoffs rausholen kann. Hat jetzt das Orchid. Aber wie weit es das ist, für Joki schön gefunden hier. Orchid aufgemacht. Easy Kill. Und einfach Invis Rune genommen. Aber hilft nichts. Kriegt noch einen Doom raus auf Pikard. Aber oh, Agas Doom. Scheiße, das tötet ihn, oder? Holy crap. Ja, das tötet ihn. Krass, das macht einiges an Damage, ja. Witz. Und bitte nein. Das tötet ihn, krass. Und jetzt können sie halt weiter vorwärts gehen. Okay. Scheint hier down zu gehen. Oh, Magic Missile. Oh, gedodged von Loda. Damn Place. Mit der Healing Ward wird es jetzt so schwieriger hinterher zurückgekommen, aber er ist geslowed. Wird jetzt angesprungen und weiter geslowed. Und je nach Crits. Okay, es sind genug Crits. Und Vika geht hier rein. Oh, Omni-Slash von Oladians gestohlen. Oh, EGM wird dann. Oh, schön von Pikert, dass er hier einfach auf den Rubik geht und den priorisiert, einfach weil sie wissen, dass er Omnislash hat. Außerdem ist das Einzige, was sie noch töten können.
Visage kriegt hier Rubik, ja, Brewmaster, holt aber EGM in der Zwischenzeit. Aber es ist immer noch 3-3 und ohne Ultis für Alliance. Aber ja, auch ohne BKB für Illidan. Double Buyback auf Alliance-Seite, Storm und Loda. Von daher erstmal zurückziehen, ja. Aber die der Networth, die Sache sieht halt auch recht eindeutig aus. Wir haben drei Helden von Empire bei 14, 13 und 13k. Und, also 15, 14 und 13k. Und ja. Alliance nicht mal bei 10. Eine einzigartige Sprache. Gut, Jorange hat auch sonst so genug Damage eigentlich. Aber sie kriegen halt absolut keine Kontrolle raus. Oh. Sie werden jetzt gemütlich Bottom pushen. Gemütlich, genau. Gemütlich ist, glaube ich, okay, eigentlich nichts, was ich zu Illidan sagen würde, der jetzt genau super aggressiv ist, kein Ward hat, aber naja. Pikehart ist da vielleicht ein bisschen low. Holy Crap, ein Crit und kommt hier nicht mehr weg. Der Solution klappt ihn da down. Und Eisblast auf 3, wunderschön gemacht. Omnislash. Ist er für die Engines reingegangen? Nein. Aber ja, GG, well played. Agete down, Nick war es auch gedoomt. Kriegen sie wahrscheinlich sogar noch vor dem GG, ja, kriegen sie noch raus. Kompletter Team-Vibe zu 0. Eindeutiger Win für Empire hier. Ja. Das Imperium ist stark. Die dunkle Macht ist böse in ihnen. Haben jetzt auch die Cookies wahrscheinlich auf der dunklen Seite. Und es steht 1-0 für das Imperium. Die Frage ist jetzt natürlich, wahrscheinlich wird es jetzt 2-0 kommen. Einfach damit das dritte Game, das die Rückkehr der Jedi-Ritter sein kann. Weil das Imperium schlägt zurück, wird es halt das zweite sein. Also ja, Krieg der Sterne hat sich jetzt gezeigt. Das Imperium hat den Krieg der Sterne gewonnen. Obwohl sie den Death Star wahrscheinlich verloren haben, aber das haben wir nicht so wirklich gesehen hier. Das Imperium wird gleich zurückschlagen im zweiten Game und dann werden wir nochmal einen Return der Jedi-Ritter sehen und dann werden wir einen sehr, sehr schlechten nächsten Teil sehen, obwohl es gibt halt keinen nächsten Teil, deshalb mal schauen, wie das nach dem vierten Game ausgehen wird. Auf jeden Fall, wie gesagt, 2-1, ihr habt es hier gehört. Bis gleich.